Moin Leute, ich komme zur vierten Folge von der Köln-Karriere. Im heutigen Video werden wir unsere ersten Transfers machen. Wir werden Abgänge haben, wir werden Neuzugänge haben. Sehr, sehr geil. Wir werden sehr, sehr viele Spiele auch spielen, weil ich mindestens in zwei Folgen mit der Saison hier durch sein werde. Weil ich habe mal ausgerechnet, wie viele Folgen so ungefähr maximal kommen können. Und das sind 12. Und wenn wir hier schon in Folge 4 sind, dann möchte ich gerne... Eigentlich möchte ich so 3 Saisons am Ende haben, weil 2 sind halt ein bisschen blöd, 3 sind dann okay, weil wir dann vielleicht die Chance haben auf einen internationalen Wettbewerb, weil wenn wir 2 Saisons haben, dann kann ich nächstes Jahr direkt nach der Bundesliga aufhören. Deswegen möchte ich 3 Saisons machen und deswegen ziehen wir das Tempo mal ein bisschen an. Also mein Ziel ist es, bis zum Darmstadt- oder Regensburg-Spiel zu kommen. Mal gucken, ob wir im Pokal weiterkommen, weil das wird auch eine harte Aufgabe sein, weil wir mittwochs gegen Karlsruhe spielen, dann spielen wir samstags gegen Nürnberg und dann am Dienstag im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Das steht jetzt erstmal an, aber wir sind gerade erst beim 17. Dezember. Wir haben nicht mal Weihnachten gehabt, deswegen werde ich jetzt erstmal bis zum 1. Januar vorsimulieren und dann gibt's Transfers. Während das hier simuliert, kann ich euch mal erklären, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben das Derby gegen Gladbach gespielt. Es war ein Wahnsinnsspiel. Sehr, sehr spannend war es und haben am Ende gewonnen und stehen jetzt im Viertelfinale vom DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Wenn wir kämpfen als Team, und das haben wir schon öfters bewiesen, wir müssen einfach nur dranbleiben und dann gewinnen wir das. So, Scouting-Update, wird wahrscheinlich nichts dabei sein. Also springen wir direkt zu den Transfers. So, und ihr seht es, ich habe ein paar Leute hier auf die Transferliste draufgeschrieben. Top-Ziel wird ein Verteidiger und offensiv sein. Also, ich möchte ihn hier sehr gerne verpflichten. Dafür brauchen wir ungefähr 9 Millionen, die wir momentan nicht haben. Deswegen müssen wir Leute verkaufen. Afolayan kann man auch holen für einen Flügel. Wäre auch ein cooler Backup für Jovicic. Aber ich möchte ja Uth verkaufen auf jeden Fall. Vielleicht kann man auch hier von der Dortmunder Jugend einen ausleihen. Ich habe so ein paar einfach hier draufgepackt. Mukoku ist eigentlich jetzt, will eigentlich weg. Aber der ist jetzt schon in der Karriere nach Valencia gewechselt. Deswegen, der will auch nicht als Laie weg. Deswegen unmöglich da 36 Millionen reinzubuttern. Nie im Leben. Keine Chance. Aber es sind ein paar Leute drauf, die ich gerne haben möchte. Der Vertrag von Matteo Moreno läuft aus und Dortmund hat den nicht verlängert und wir können ihn jetzt kontaktieren. Dann kommt er nach der Saison zu uns. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und Matteo Moreno kommt zum 1. FC Köln, aber erst im Sommer. Und deswegen brauchen wir jetzt für den Winter noch einen Backup. Für 0 Euro ablösefrei zum 1. FC Köln aus Dortmund. Ist natürlich ein super Deal. Und das ging schnell. Downs, ein 19-jähriger US-Amerikaner, verlässt uns. Und wir kriegen dafür 1,8 Millionen, die wir so unbedingt brauchen für Transfers, die wir noch machen möchten. Ich möchte einen Rechtsverteidiger haben. Ich möchte entweder hier Osayi Samuel haben, beziehungsweise ich möchte einen Innenverteidiger haben. Da steht Tomjak auf der Liste, beziehungsweise Reyes, der sehr, sehr gut aussieht. Und da würde ich auch 9 Millionen zahlen, beziehungsweise 8,5 ungefähr werde ich dafür bieten. Und Steffen Tigges würde uns auch verlassen für ungefähr 2,25 Millionen. Und damit hätten wir die Summe für unseren neuen Innenverteidiger. Aber jetzt müssen die auch noch gehen und wir brauchen das Geld. Und da hat Billy Black seinen ersten hervorragenden Deal gemacht. Besser geht's kaum. Es geht auch nicht besser. Alles rausgeholt aus diesem Deal. 1,8 Millionen, let's go. Und wir gehen rein in die Transferverhandlung um unseren neuen Innenverteidiger. Wir haben das Geld beisammen. 10 Millionen, ich biete 9. Mit einer 7%igen Weiterverkaufsgebühr
Das kriege ich runter. 8, 7. 8, 7, das ist ein super Angebot. Und damit kommt Reyes zum ersten FC Köln. Ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Da haben wir auf jeden Fall einen super Abwehrspieler, der da gut reinpasst in das System. Marc Uth verlässt uns und geht zu Galla. Für fast 5 Millionen, die Köln sehr gut gebrauchen kann. Und wieder ein hervorragender Deal. Und der nächste Spieler verlässt uns, auch wieder einen hervorragenden Deal gemacht mit Norwich City. 3,8 Millionen kriegen wir. Und ich sag nur mal so. Wir bekommen jetzt gleich einen neuen Spieler wahrscheinlich. Hoffentlich. Und die Freigabesumme für Adamian wurde bezahlt. Der geht auch für 1,6 Millionen. Eigentlich ein guter Deal. Also 1 Million Mark wert. Sie sagen schlechter Deal wegen Freigabesumme. Ich sag guter Deal. Dafür gehe ich in die Verhandlung mit Bukari. Der ist ein freier Spieler momentan auf dem Markt. Hat gute Stats. Und der könnte unserer Mannschaft weiterhelfen. So, wir gehen rein in das Spiel gegen Karlsruhe. Wir spielen selber. Wird ein spannendes Spiel. Ist auch ein sehr wichtiges Spiel. Wir müssen die Tabellenführung verteidigen. Da ist Hamburg wieder an uns vorbeigezogen. Let's go. Es geht los. Unser Neuzugang ist in der Startelf. Und unser anderer Neuzugang ist auf der Bank. Reyes, hier unser neuer Zugang. Und hier wird sich auch noch was tun. Auf der Linksverteidigerposition. Da wird sich auch noch was tun. Später aber. Jetzt erstmal das Spiel gegen Karlsruhe. Und Karlsruhe läuft aufs Tor zu, schießt viel zu früh meiner Meinung nach. Und Schwäbe muss den Ball rausfausten. Hier sehen wir die Tabelle eingeblendet. Hamburg mit 19 Spielen auf Platz 1 mit 41 Punkten. Wir können punktetechnisch gleichziehen, aber wir haben die bessere Tordifferenz. Und deswegen könnten wir auf Platz 1 wieder landen. Und jetzt Meiner auf Waldschmidt. Der kommt nicht dran. Er ist zu klein. Aber Jubicic mit dem Tor. 1:0 Köln. Oh, und das ist das Tor. Junge, bin ich hier auf einmal in der Formel 1 gelandet oder was? Was geht denn jetzt ab? Karlsruhe, ihr habt noch nicht gewonnen. Was ist denn das? Ein bisschen Champagne oder was? Was eine Träume. Und Karlsruhe kommt zum zweiten vielleicht. Nee, Schwäbe. Schwäbe ist da. Und jetzt der Konter. Über Thielmann. Der spielt auf Luca Waldschmidt. In der Mitte läuft Kainz. Waldschmidt sieht das. Der Ball war nicht perfekt. Kainz muss den Ball in die Mitte flanken. Da ist Martel und der kommt nicht dran. Und unser Neuzugang Bukari ist jetzt auf dem Platz, auf dem rechten Flügel. Vielleicht sehen wir ihn jetzt. Da ist er. Da ist er. Er hat Tempo. Bukari sieht ganz hinten Jubicic einlaufen. Der passt in die Mitte, aber da ist keiner. Und jetzt Thielmann auf Waldschmidt. Waldschmidt auf Jubicic. Und der könnte in die Mitte legen. Das Thielmann. 2-1. 85. Spielminute. Er steht 2:1. Für Köln. Für uns. Matanovic wird am Trikot gezogen. Wird nicht geahndet. 90. Minute. Nochmal. Die Kontersituation für Köln. Bukari macht es nicht. Aber wir gewinnen. Mit 2:1 gegen Karlsruhe. Und wir gewinnen das nächste Spiel gegen Nürnberg mit 1:0. Ich habe jetzt nicht kommentiert, ich habe es einfach mal laufen lassen und geguckt. Habe ein bisschen durchgeatmet, weil es ist sehr anstrengend. Es ist wirklich sehr, sehr warm hier und ich muss vorproduzieren, weil ich in Urlaub gehe. Und im nächsten Spiel geht's gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wir leihen Kjellwettchen aus, der muss den Transfer nur noch bestätigen für 2 Jahre und haben eine Kaufoption von 1,2 Millionen. Und wir holen Osayi Samuel von Darmstadt 98 für ungefähr 8 Millionen. Kein günstiger Transfer, aber ein sehr, sehr guter, ein Rechtsverteidiger. Die Jungs machen sich warm. Jan Thielmann in den letzten 3 Spielen 5 Tore erzielt. DFB-Pokal in Frankfurt. Geil. Geht los, Köln gegen Frankfurt im Deutsche Bank
im Deutsche Bank Park. Wir hoffen, wir beten zu Gott, dass der Fußballgott auf unserer Seite ist. Wir haben Neuzugänge im Winter dazu bekommen. Reicht es für Frankfurt, sie zu besiegen? Auf geht's, das Spiel ist eröffnet. Die erste Hälfte läuft. Hier direkt unser Neuzugang. Auf Paccarada, guter Ball. Keins. Auf Thielmann versucht. Und da ist Alidou, ein alter Bekannter aus der Hinrunde bei Köln. Und Can Uzun. Über links. Bringt den Ball rein. Knauf, Schwäbe. Schwäbe, passt auf. Und es spielt nur Frankfurt. Wir müssen auf die Konter warten. Alidou über links. Scheitert am Neuzugang. Oyai Samuel. Und der spielt den Pass in die Füße von Larsen. Mario Götze. Scheitert an Martel, bleibt an Martel hängen. Und jetzt der Konter über Thielmann. Der hat Platz, der kann gehen. Pacho, komm nicht hinterher. Thielmann verpasst das Abspiel. Auf Luca Waldschmidt, der eingelaufen ist. Und die Flanke kommt rein, aber Trapp kann die abfangen. Und das war wahrscheinlich die letzte Chance in der ersten Hälfte, ja. 0:0 zur Pause. Er spielt auf Waldschmidt. Zweite Hälfte läuft. Und da ist meiner. Trapp. Das war ein guter Angriff. Es geht rein in die erste Hälfte der Verlängerung. Frankfurt kann wechseln. Wir können nicht wechseln, weil wir haben keine Klasse mehr auf der Bank. Und das müssen wir in der nächsten Saison ändern. Schön. Bukari! 1-0 Köln! Frankfurt liegt am Boden! 104. Minute! Und jetzt heißt es 15 Minuten durchhalten. Wir führen im DFB-Pokal. Scheitert mal wieder. Antrapp und die Ecke spiele ich kurz. Und das ist der Fehlpass. Vielleicht gibt es jetzt den Konter. Götze. Auf Shaibi, der Ball wird rausgeschlagen. Mamouche. Und das war's. Ja, wir gewinnen. Mit 1:0 im DFB-Pokal. Viertelfinale. Gegen Eintracht Frankfurt. Was ein Spiel. Und hier seht ihr die aktuelle Tabellensituation. Also es geht jetzt rein gegen Hamburg. Es ist das Topspiel der Topspiele. Beide haben 44 Punkte. Es geht rein in das zweite Topspiel in dieser Folge. Hamburger SV gegen den ersten FC Köln. Hamburg mit einer coolen Choreo, die sie vorbereitet haben. Hier geht es wirklich eventuell um die Meisterschaft. Wer gewinnt die Meisterschaft in der zweiten Liga? Wer steigt auf? Das klären wir hier. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Let's go. Hier regiert der HSV. Sprechchöre im Volksparkstadion. Ja, mal gucken, wer hier nachher regiert. Die beste Defensive gegen die beste Offensive. 45 Tore erzielt bei Köln, 19 zugelassen bei Hamburg. Und was ist das? Also wirklich, das ist doch kein Freistoß. Bei aller Liebe. Und das, der könnte jetzt gefährlich werden. Und der ist drin. Perfekter Freistoß. Keine Chance. Und damit liegen wir jetzt zurück und müssen einem Rückstand erneut hinterherrennen. Hamburg gerade 3 Punkte vor uns. Stand jetzt. Nach 18 Minuten Spielzeit. Und was ist das für ein Pass? Jatta. Jatta über rechts. Der hat natürlich richtig viel Tempo. Bringt den Ball jetzt rein. Das ist unser neuer Rechtsverteidiger. Oyai Samuel. Und jetzt vielleicht Jovicic. Jovicic muss jetzt alles zusammenreißen, alles anspannen und der verliert den Ball. Thielmann. Thielmann war es, der den Ball verliert. Jetzt Robert Glatzel. Benesch. Benes. Bleibt an Martel hängen.
Und jetzt vielleicht der Konter über Kainz, über Jovicic, der hat jetzt richtig viel Rasen, der hat richtig viel Grünfläche vor sich. Jovicic bringt den Ball rein, aber da ist Heuer Fernandes und greift sich die Kugel. Schöner Zweikampf, sehr gut. Jovicic kann an seinem Gegenspieler vorbeigehen. Was macht er jetzt? Spielt rein, meiner! Heuer Fernandes und es ist Halbzeit. War doch abseits. Die zweite Hälfte beginnt und Glatzel 2-0. Ich bin mir aber sicher, es war abseits davor. Hier, da war eine Abseitsstellung meiner Meinung nach. Aber Videoschiedsrichter greift nicht ein. Es ist leider so, wir müssen es akzeptieren. Und Schwäbe hebt die falsche Hand. Glatzel in der 50. Minute mit dem 2-0. Und jetzt sind wir gefragt. Gegen die beste Defensive der Liga brauchen wir 2 Tore. Ey! Junge, das kann doch nicht sein! Seit Rückrundenstart und da ist Hamburg, Jatta 3-0. Jetzt wird es eine klare Nummer. Und das ist das 4-0. Er schießt einfach, er schießt einfach. Die Ecke ist komplett offen. 4-0 für den HSV. Die schießen uns komplett ab. Waldschmidt, 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 Latte. Es klappt gar nichts. Da kommt er einmal durch und es ist Latte. Und Glatzel auf dem Weg zum 5. Bobby Glatzel. Schwäbe ist aber da und kann den Ball parieren. Schön, Jovicic, jetzt mit Platz. Vielleicht kann man das Ergebnis noch ein bisschen entschärfen. Waldschmidt mit dem Anschlusstreffer. 4-1, der kommt halt mächtig zu spät. Aber wenigstens haben wir ein Tor in Hamburg geschossen, kann man sagen, gegen die beste Defensive. Tut sehr weh, dass wir das hier verlieren. Glatzel nochmal, 2 Minuten Nachspielzeit, noch 1 Minute. Glatzel über links, kann den Ball jetzt flanken. Da ist Martel und das war's. Wir verlieren gegen Hamburg 4-1. Wir gehen rein in die erste Schnellsimulation der Karriere. 3-2-1. Ich hoffe, wir gewinnen das. Wirklich, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Vielleicht ist es auch das einzige Mal. Bitte. Jawohl, wir gewinnen 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Paccarada und Kainz sind die Torschützen. Sehr, sehr wichtig. Es geht direkt weiter und da machen wir auch schnell Simulationen, weil das alles unbedeutsame Spiele sind. Hannover 96 ist zudem auch unser Gegner im DFB-Pokal, im Halbfinale. Und ich sage euch, das ist möglich. Wir gucken jetzt, wie das hier ist. Ich hoffe, wir gewinnen das und DFB-Pokal, aber das in der nächsten Folge. Aber jetzt erstmal hier das Spiel. Schnellsimulation 3, 2, 1. Und wir gewinnen das auch 1-0. Thielmann mit dem Tor in der 85. Minute. Was ist das für ein Macher? Und Regensburg und Schalke klauen sich die Punkte, weil Regensburg 3-2 gegen Schalke gewonnen hat. Und Schalke ist damit 8 Punkte weg. Und wir sind nicht Erster. Ich dachte, wir sind Erster, aber Hamburg hat ein Spiel weniger. Und wir gewinnen das Spiel ganz knapp. 3-2 gegen Preußen Münster.
Ich habe jetzt nicht kommentiert, ich war auch kurz weg. Aber wir gewinnen das Spiel und das ist extrem wichtig, gegen Preußen Münster zu gewinnen. Und es geht rein in die Partie gegen Regensburg. Wir müssen das gewinnen. Regensburg, ein anspruchsvoller Gegner, haben die Schalker mit 3-2 geschlagen. Und wir müssen das jetzt hier auch gewinnen, weil Hamburg ist immer noch vor uns. Und wir wollen Ligameister werden. Jetzt Jubicic. Das ist Waldschmidt. Jubicic. Fangt rein. Ah. Und jetzt Jubicic. Hat ein bisschen Platz. Spielt zurück auf Martel. Jubicic auf Samuel. Samuel flankt rein, aber da ist der Torwart. Es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß und wir gehen rein. Freistoß aus einer gefährlichen Position. Ball kommt rein. Da ist Jubicic. Wird geklärt. Martel auf Meiner. Der direkt auf Waldschmidt. Kainz. Waldschmidt schießt den Gegner an. Super. Schön. Thielmann. Kainz. Thielmann. Jawohl. Jawohl, Jungs. Ihr schießt mal wieder. Ihr schießt mal wieder. Kainz. Das ist Thielmann 1-0. 45. Spielminute. Wichtiger Treffer. Thielmann auf Jubicic. Was macht er? Jubicic schießt Tor. Was ein Treffer von Jubicic. Ein wichtiger Treffer für Köln. Und damit steht es 2-0. Aber Regensburg verliert den Ball. Das ist wichtig. Thielmann auf Meiner. Er verliert den Ball. 12 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Und jetzt Regensburg über rechts. Regensburg bringt den Ball nicht rein. Meiner. Schön. Kainz kann nochmal schießen. Und das sollte es gewesen sein. Es gibt nochmal die Ecke. Aber danach war Stars und es war's. 2-0 gewinnen wir gegen Jahn Regensburg. Das ist extrem wichtig. Jeder Sieg ist wichtig. Und das letzte Spiel gegen Darmstadt simulieren wir einfach ganz schnell und bringen es hinter uns. Einfach schnell simulieren und gewinnen. Einfach schnell simulieren und gewinnen. 2-1. Und das ist wichtig. Auf geht's, Jungs. Und Hamburg mittlerweile nur noch ein Punkt vor uns. Nur noch ein Punkt vor uns. Und im nächsten Spiel geht's gegen Hertha BSC, die gerade auf dem dritten stehen. Und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig drüber freuen. Schreibt gerne einen Kommentar, aktiviert die Glocke. In der nächsten Folge werden wir die Saison zu Ende spielen. Hoffentlich steigen wir auf. Hoffentlich können wir weiter im Pokal dran glauben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.